So, da sind wir wieder mit einem kleinen Video auf meinem Kanal. Zu Beginn möchte ich auch sagen, ich hätte eigentlich in etwa damit gerechnet, dass ich bis Jahresende um die 200 Abonnenten zusammenkriege. Wir haben jetzt seit Mitte März und es sind schon 220. Ist also um einiges mehr, als womit ich gerechnet hätte. Und jetzt ist es zurzeit ganz einfach so, dass nicht die Masse an Videos kommt. Dessen bin ich mir bewusst. Für das gibt es auch Gründe. Es mag sein, dass einmal der Tag kommt, an dem ich da ein bisschen drüber rede, wieso das jetzt im Moment gerade so ist. Ich kann euch aber versichern, ich kriege immer dann von mir ein Video, wenn ich dazu in der Lage bin. Und so ist es eben auch jetzt. Wir werden uns heute gerade kurz zwei Filme anschauen, die in etwa 5 Jahrzehnte auseinanderliegen. Jedenfalls schauen wir uns heute an einmal den Film Wicker Man von 1973 und dann schauen wir uns kurz an den Film Halloween Kills. Und der ist ja nur sehr aktuell. Wie gesagt, es liegen fast 50 Jahre zwischen den zwei Filmen. Und da würde ich sagen, fangen wir ganz einfach einmal mit dem Wicker Man an. Der Wicker Man, eben wie gesagt aus dem Jahr 1973, britischer Film. Die Story ist so simpel, wie sie zweckmäßig ist. Hauptfigur ist der Polizeibeamte Sergeant Howie. Der wird gerufen auf die Insel Summer Isle. Da ist anscheinend ein kleines Mädchen verschwunden und er soll da sozusagen die Ermittlungen aufnehmen, schauen, was da passiert ist. Und macht es halt dann ganz einfach auch problematisch, ist ganz einfach, dass die Bewohner von Summer Isle sozusagen eine verschworene Gemeinschaft ist, die einem eigentlich bei den Ermittlungen absolut nicht hilft, gewisse Sachen ganz einfach leugnet, eben untereinander verschworen ist und er eigentlich da überhaupt nicht reinkommt. Und demzufolge auch natürlich sehr viele Probleme mit seinen Ermittlungen hat. Erschwerend hinzu kommt nur, dass unser Sergeant Howie tief religiöser Mensch ist, erzkatholisch, sehr streng im christlichen Glauben erzogen. Und auf der Insel, auf Summer Isle, da herrschen ganz einfach andere Glaubensverhältnisse, wenn man so möchte. Das ist, ist sozusagen so eine Glaubensgemeinschaft, die ganz einfach die Naturgeister verehrt, Opfer darbringt für Fruchtbarkeit, sexuell freizügig ist und so weiter und so fort. Und das spielt natürlich mit dem gefestigten katholischen Glauben von unserem Polizeibeamten absolut nicht zusammen. Gell? Der Film hat jetzt mehrere Aspekte, wo ich einfach sage, das ist echt ziemlich geil. Gehen wir vielleicht gerade einmal durch die Darsteller durch. Wir haben natürlich an vorderster Front und der mir am besten gefällt, an Christopher Lee, spielt da sozusagen den Vorstand auf der Insel. Er ist Lord Summer Isle. Und Christopher Lee hat ja selber schon gesagt einmal, dass die Rolle im Wicker Man so ziemlich die Rolle ist, die was einem von seinen Filmen am besten gefallen hat, an der er am meisten Freude gehabt hat. Und ich muss sagen, ich kann auch sehr, sehr gut nachvollziehen, wieso. Ich glaube, ich habe Christopher Lee selten so viel Lachen gesehen in einem Film. Ist nachher umso gemeiner, wenn man weiß, wo der Film nachher letzten Endes hinzieht. Your Lordship is a Justice of the Peace. I need your permission to exhume her body, have it transported to the mainland for the pathologist's report. You suspect foul play? I suspect murder and conspiracy to murder. In that case, you must go ahead. Weiter geht's mit Edward Woodward, der spielt an Sergeant Neil Howie, also unser Hauptfigur. Ist jetzt nicht die erste Wahl gewesen für die Rolle, da waren vorher andere Leute gewesen, der Michael York zum Beispiel. Er ist es aber nachher im Endeffekt geworden und ich muss sagen, ja, ich nehme an dem aufrechten, wirklich erzkatholischen, tief religiösen Polizisten an, der sich nachher da immer darüber aufregt und ärgert, über den Glauben, den die Menschen da ganz einfach haben auf der Insel, gell? Making inquiries about your daughter, we understand that she's missing. Missing? My daughter? Ah, you do have a daughter? Yeah. And that's her?
Weiter geht's, wie man nur kennen könnte, das war die Britt Ekland, schwedische Darstellerin. Sie spielt in dem Film so eine Art verführerische Dirne, die Tochter des ansässigen Wirtes. Das ist also ihre Rolle, das ist auch so etwas, das da jetzt in einem Film hält, vielleicht nicht mehr ganz so gut funktionieren, weil das wusste ja nachher sozusagen ein feindliches, falsches Frauenbild vermitteln, und das darf man halt nicht mehr machen, weil das funktioniert nicht mehr, das ist nicht richtig und bla 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 und so weiter und so fort. Insbesondere, weil sie eine Szene hat, also der Film wird da sehr stark über Musik erzählt. Of yore, of when she sent forty house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore, the landlord's daughter. Es wird gesungen, also es ist ein großer Film, in dem teilweise auch wirklich gesungen wird. Sehr schöne Lieder, also die passen wirklich super dazu. Sie erzählen einem viel über die Menschen, über den Glauben, ganz einfach über die Zustände, die was auf der Insel herrschen. Also sehr schön zum Zuhören. Finde ich auch gut, dass man das in der deutschen Synchro, die es noch nicht sehr lang gibt. Der Film hat sehr, sehr lange Zeit ohne deutsche Synchro existiert. Erst kürzlich haben wir den gekriegt. Dass sie es in Englisch lassen haben, die Lieder. Wenn es jemanden interessiert, kann man Untertitel lesen, und ansonsten kann man sowieso hören. Und sie hat halt ganz einfach eine Szene, da möchte sie den Polizisten verführen mit Hilfe von einem Lied und von einem Tanz. Ne? Sie hämmert während dieses Tanzes an die Tür vom Polizisten und auch an die Wand, ganz einfach zwischen die Zimmer, und das macht sie nackt. Heißt eigentlich, eine nackte Frau klopft an die Tür vor einem Mann und möchte ihn ganz einfach verführen. Ist für den Film eine sehr, sehr wichtige Sequenz, eben insbesondere wenn man nachher aufs Ende geht und auf die Auflösung, schaut man zurück und sagt, okay, ja gut, die Szene hat, die hat wirklich Sinn gehabt, die war nicht nur um ihrer selbst willen drin, die hat Sinn gehabt. Ja, also konnte man natürlich schon wieder unterstellen, dass das halt wieder die Aussage hat, ja, die Frau unterwirft sie klopft halt an die Tür, und das bedeutet nachher, sie möchte etwas, Zeichen von Schwäche, ganz einfach von Unterlegenheit, und das darf man halt in einem Film nicht mehr sagen, weil das ist ja falsch und so weiter und so fort. Es wisst ungefähr, auf was ich aussehen möchte. Die Szene ist aber sehr aussagekräftig, wie gesagt, musikalisch wunderbar untermalt und hat durchaus seinen Sinn. Wer mich überrascht hat und sehr freudig überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich es vorher nicht gewusst habe, haben wir da in ein, zwei Szenen ganz einfach die Ingrid Pitt dabei. Und sobald die Ingrid Pitt dabei ist, bin ich dabei. Und deswegen hat mich das wirklich extrem gefreut. Und insbesondere, wenn es so aus dem Nix aus sozusagen trifft, dass da ganz einfach eine meiner favorisierten Darstellerinnen mit dazu noch mit dabei gewesen ist. Und das hat mir natürlich dann sehr gut gefallen. Die Atmosphäre, die der Film ausstrahlt, ist auch ziemlich einzigartig. Es gibt da nämlich eine recht gute Mischung, muss ich sagen. Der Film ist jetzt nicht unbedingt der längste im Director's Cut. Dauert der Film 99 Minuten, ne? Und er schafft es aber trotzdem, dass er von den Abläufen her extrem entschleunigt wirkt. Also da ist eine Atmosphäre, die baut sich ganz, ganz langsam auf. Vom ersten Ankämmer von unserem Polizisten auf dem Festl, auf der Insel, wo man an der Reaktion der Leute schon halbwegs merkt, okay, da kommt etwas nicht stimmen, bis hin nachher zum Finale. Und die Atmosphäre verdichtet sich eigentlich fast unmerklich immer weiter, bis nachher ganz einfach unausweichlich so ist, dass das Finale, das Ende ganz einfach da ist, und das ist ein extrem, extrem starkes Finale. Der Film hat es geschafft, obwohl er 50 Jahre alt ist fast, dass er mich zum größten Teil auf eine komplett falsche Fährte lockt, und am Ende ich nachher wirklich da gestanden bin und ich gemeint habe, okay, gut, das habe ich jetzt nicht kommen sehen, und nachher hauen sie mir nachher im Endeffekt auch noch das Finale drauf, was wirklich extrem aussagekräftig ist, ausdrucksstark ist, atmosphärisch unglaublich dicht ist. Also ich bin mit dem Film extrem glücklich. Ne? Und man denkt, okay, ein Christopher Lee-Film aus den 70er muss ich mir holen. Wie gesagt, Christopher Lee, da hole ich mir so viel, wie gerade irgendwie möglich ist. Und die haben eigentlich fast alle eine gewisse Qualität, könnte man sagen. Aber
bei dem Film kann ich wirklich verstehen, wieso Christopher Lee sagt, es ist eigentlich seine liebste Rolle. Bei dem Film kann ich auch verstehen und nachvollziehen, wenn man sagt, es ist ein Kultfilm ganz einfach, aus den 70er Jahren außer. Der Film kombiniert einen Gruselfilm, ein gewisser Anteil geht es auch um Ermittlungen, also Kriminalfilm. Es ist ein kleiner Anteil Musical mit drin. Jetzt kombiniert es heute einmal und du siehst, also du darfst dir gar nicht vorstellen, was da rauskommen könnte. The Wicker Man ist ein extrem atmosphärischer Gruselfilm. Wie gesagt, atmosphärisch geil, die Darsteller sind allesamt wirklich sehr gut. Der Film hat einen tollen Aufbau, ist sehr, sehr spannend, muss ich ja sagen. Und das Finale, das ist sowieso eigentlich gerade ein einziges Gedicht. Gell? Wie gesagt, überrascht hat es mich auch ein bisschen. Und da habe ich bei dem Film eigentlich wirklich nur gewinnen können. Und ich finde es eine Schande, dass den Film so lang in deutscher Synchro nicht gegeben hat. Dem entgegen stellen wir jetzt einmal Halloween Kills, einen sehr aktuellen Film eigentlich nur. Halloween Kills, die Fortsetzung vom 2018er Halloween. Das war der Halloween, der was mal abgesehen von Teil 1 alle anderen Halloween ignoriert hat. Und demzufolge baut jetzt die Fortsetzung ganz einfach auf dem Ende vom letzten ganz einfach auf. Wir erinnern uns, Michael Myers ist in die unglaublich ausgeklügelte Feuerfalle gegangen von Laurie Strode und so hat der letzte Film geendet und so fängt der neue Film ganz einfach auch an. Er kommt da ganz einfach raus, meuchelt nachher einen Haufen Feuerwehrleute ab, läuft nachher wieder frei in der Stadt umeinander, Truppe, Einwohner, also ein Mob sozusagen, rottet sie nachher zusammen und macht Treibjagd auf Michael Myers, weil es endgültig wollen, dass der Typ ganz einfach endlich verreckt. Und das ist nachher eigentlich die Story des Films. Jamie Lee Curtis ist wieder mit dabei als Laurie Strode, ist aber im Prinzip gerade eine bessere Statistin mit einem bekannten Gesicht. Sollte man mit der Anwesenheit von Jamie Lee Curtis geworben haben, nachher ist es eigentlich eine ziemliche Fake-Angelegenheit. Sie ist nämlich die meiste Zeit ganz einfach in irgendeinem Krankenhaus, sie ist ja verletzt worden am Ende vom letzten Teil und jetzt haben sie es operiert und deswegen ist die meiste Zeit im Krankenhaus. Sie ist aber jetzt nicht unbedingt, wie man erwarten wollen würde, die ganze Zeit im Bett, weil es ist ja echt eine Bauchoperation gewesen, die jederzeit wieder aufbrechen könnte. Nein, sie liegt zwar eine gewisse Dauer im Bett, danach lascht sie aber wieder ganz normal umeinander und ist da bei der ganzen Mob-Angelegenheit zumindest im Krankenhaus wieder voll mit dabei. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, mit einer Bauchoperation und ich habe derer Achte gehabt, da gehst du nicht umeinander, da laufst du nicht umeinander, irrelevant wie viel Schmerzmittel du drin hast, du bist ganz einfach motorisch nicht dazu in der Lage. Und wenn du einen Haufen Schmerzmittel nun dazu mit drin hast, nachher bist du so dermaßen tilt, dass du ganz einfach schlafst und dich nicht zurechtfindest. Okay, also das ist schon mal ein ziemlicher Beschiss. Dazu kommt nur, dass sie die ganzen Personen und Leute in dem Film wieder mal verhalten, als wären es wirklich die hinter vor der letzten Vollidioten. Es gibt da wieder die extrem plakative Szene, Michael Myers im Haus bei einem älteren Ehepaar, weißer Mann, schwarze Frau, weißer Mann stirbt sehr schnell, schwarze Frau möchte fliehen, macht die Tür auf, sie ist entriegelt, nachher sieht sie am anderen Ende des Raumes Michael Myers und sie vergisst, dass sie die Tür aufgemacht hat, bleibt stehen, weint und lässt sie umbringen. Die hätte jederzeit ganz einfach anhauen können. Der Grad an Blödheit, den haben wir eigentlich schon in die 70er und 80er gehabt und sie stünden uns immer nur hier und glauben, sie sind innovativ. Der Mob rottet sie zusammen, umzingelt ihn. Auf Michael Myers wird geschossen, eingestochen, er wird zusammengeprügelt und dann liegt er ganz einfach einmal ja, schön tot da, wenn man so möchte. Und eine Minute später steht er nachher wieder auf und meuchelt nachher alle anwesenden Stadtbewohner an. Das ist schon mal deswegen komplett blöd, weil sie so gescheit gewesen sind am Anfang, dass sie sich alle auf einmal auf einem gestürzt haben und das hat funktioniert. Sobald er aber wieder steht, stellen sie sich alle miteinander brav hintereinander an, damit er sie alle einzeln wieder anmuckt und anstechen kann, nur damit Michael Myers ja sein großes Finale hat und das ist das, was man auch voraussehen kann am Anfang des Films, dass Michael Myers mit Sicherheit nicht sterben wird, dass der ganze depperte Mob keinen Erfolg haben wird, damit man natürlich wieder in eine Fortsetzung einige kann, die höchstwahrscheinlich schon in dem Jahr ganz einfach kommen wird. Ne? Nur dazu hat der Film die unglaubliche Frechheit besessen. Ich meine, natürlich der
erste Teil hat alle anderen Filme fast ignoriert, das haben sie mir da gerade gesagt. Bei dem Teil ist es ja so, dass man wirklich das Ende von Halloween von 1978 zeigen in Videoform, also wirklich in Bildform, wie sie es abgeändert haben und gerade damit das jetzt irgendwie ineinander greift. Ne? Das ist eine weitaus größere Frechheit, als wir wenn wir es gerade sagen, weil gerade gesagt, okay, muss ich es halt so akzeptieren und ich sehe es nicht, aber wenn wir es nachher wirklich sagen, wie es das Ende verändert haben, muss ich sagen, ja doch, da wäre ich dann schon ein kleines bisschen sauer. Ich habe Kritiken gehört, die haben mir gesagt, dass der zweite Teil nur schlechter ist als der erste. Ich wollte es nicht glauben, bin aber eines Besseren belehrt worden, weil Halloween Kills ist nochmal um einiges schlimmer und schlechter und voraussehbarer, als wie es der Halloween von 2018 hätte sein können. Gell? So hat sich der Horrorfilm bzw. der Gruselfilm in 50 Jahren zum Schlechtern verändert, weil das, was man Halloween Kills da halt gesagt hat, das ist halt ganz einfach Standard und wir müssen das ganz einfach fressen. Ich bin soweit am Ende. Ich hoffe, das kleine Video hat Ihnen wieder mal gefallen. Sollte das so gewesen sein, dann sage ich natürlich Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Zuhören und dann sehen wir uns schon beim nächsten Video, wann immer es auch kommen mag, wieder.